Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Manchester United-Karriere hier in PES 21. Wir starten heute rein mit einer Simulation gegen Başakşehir hier, danach gegen West Bromwich Albion und dann spielen wir selbst gegen Leicester und Leeds United, weil das ja irgendwie so ein englisches Derby ist. Ja, starten wir rein. Mannschaft ist hier schon vorbereitet. Sancho nicht in der Startelf. Ihr wollt, dass er mehr spielt. Ich will auch, dass er mehr spielt. Aber dann soll er gerne in den selbstgezockten Partien spielen. Wir spielen nur 1-1. Und das könnte tatsächlich nochmal jetzt spannend werden fürs letzte Spiel gegen Porto. So sieht es nämlich aus. Das werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall selbst spielen. Weil ich würde schon gerne Gruppenerster bei uns in der Gruppe werden. Wir sind zwar schon sicher im Achtelfinale, aber wenn wir gegen Porto gewinnen, gegen die wir ja das Hinspiel verloren haben, ich glaube sogar 2-0, war das 2-0 oder 1-0, können wir eigentlich gleich mal nachgucken. Weil dann, ja, das wäre schon bitter, wenn wir nur Gruppenzweiter sind. Wir haben das Hinspiel 1-0 verloren. Also wir bräuchten einen, ja, ich glaube 2-0, dann wären wir wieder vor ihnen. Jetzt geht es erstmal in der Liga wieder weiter. Da brauchen wir auch gute Ergebnisse, weil, ja, die Konkurrenz schläft nicht um City, ne? Deshalb auch hier natürlich wieder, ja, ordentlich die guten Jungs reinpacken. Sanchez sag ich schon. Bruno Fernandes, der kriegt mal eine Pause. Der spielt dann im nächsten Spiel wieder von Anfang an. Short sich für ein paar Tage übrigens verletzt gehabt. Rashford kommt rein. Und ansonsten Maguire können wir hier reinstellen. Bailey kann hier rein. Und Runby Saka müsste ja eigentlich auch spielen können. Nö, der hat keinen Bock. Dann passt das auch so. Wir gehen rein und danach gegen Leicester. Jetzt aber erstmal gewinnen. 3-1. City gewinnt auch. Damit bleiben wir Zweiter. Ganz knapp hinter den Sky Blues. Und damit gehen wir rein ins erste selbstgezockte Spiel gegen Leicester City. Das ist, denke ich mal, keine leichte Partie heute gegen Jamie Vardy, Madison und Co. Das könnte richtig, richtig schwierig werden. Aber Leicester, ja, ich denke, wir haben hier schon gute Siegchancen grundsätzlich. So, Aufstellungen werden jetzt nicht gezeigt, ist auch nicht so schlimm. Wir gehen dafür gleich rein in die Partie. Ich gebe euch einfach mal die Startformationen ja, durch sozusagen. Also bei uns De Gea im Tor davor, die Innenverteidigung Koundé und Mengi, so heißt der. Shaw zurück auf der linken Seite nach Verletzung. Rechts haben wir wieder Wan-Bissaka unterwegs. Davor haben wir heute Berge, so heißt der, und McTominay. Und auf der 10 heute, ihr seht ihn hier am Ball, Amad Diallo, weil Bruno ja nicht dabei ist. Und ja, ich will ja sowieso mit Sancho am liebsten und Amad Diallo und Rashford und Greenwood gleichzeitig spielen. Ist halt ein bisschen schwierig, da muss halt auch mal der Amad Diallo auf der 10 spielen. Rechts ist also Sancho, links ist Rashford und im Sturmzentrum heute Cavani. Diallo, der Ball ist richtig gut für Shaw. Der schießt ihn an den Pfosten, das war so ein guter Pass. Ey, solche Chancen müssen wir nutzen. Madison ist durch, Madison, nochmal der Haken und dann kommt Berge daran. Der Abschluss ist trotzdem richtig gut. Aber zum Glück auch knapp am Kasten vorbei. Sehr starkes Spiel von Vardy und Madison. Und dann haben wir Glück. Dann haben wir einfach Glück, dass Madison ganz leicht verzieht. Wan-Bissaka über den Flügel. Flanke landet direkt bei Schmeichel. Ja, es ist wieder eine ganz schwierige erste Halbzeit, in der wir wenig Offensivaktionen sehen von beiden Mannschaften. Typisch Premier League einfach in PES. Also kennen wir ja fast gar nicht anders. Also Offensivspektakels hatten wir jetzt in dieser Karriere noch nicht. Sancho, da ist jetzt Cavani. Mach ihn, mach ihn. Oh. Das war auch einfach nicht gut mitgenommen. Weil er nimmt ihn komplett nach rechts mit und zieht damit ein bisschen weg vom Tor. Könnt ihr jetzt hier sehen. Ja, dann ist es natürlich schwierig. Ja, wir müssen unsere paar Chancen einfach dann noch besser ausnutzen. Sehr gute Freischussposition jetzt, nachdem Diallo das Ding hier rausholt. Ja, das ist okay gegen morgen. Wirklich sehr gute Position, aber es fehlt halt Bruno. Cavani tritt an. Edison Cavani, der Uruguayer, macht es richtig gut. Ja, wir brauchen halt diese glücklichen Situationen manchmal, um dann in Führung zu kommen. Aber am Ende ist in der Premier League entscheidend zu gewinnen. Und wenn wir das tun, dann ist es auch völlig egal wie. Edison Cavani, Freischusstor. Er kann es also auch, nicht nur Bruno Fernandes, sondern auch er. Super Freischuss, super getreten, gut herausgeholt zuvor von Amad Diallo, also Vorlage für ihn sozusagen. Und dann ist es die einzelne Führung. Oh, Dallo. Oh, das wäre ein Ding. Wenn ausgerechnet er hier das Tor machen würde. Wir haben den ersten im Sommer.
an Leicester abgegeben. Jetzt hier mit der ersten richtig guten Chance für Leicester in Durchgang 2 Ecke. Vielleicht auch das eine Möglichkeit für sie. Wir kriegen es geklärt. Sancho kann er sich da lösen und dann vielleicht den Konter starten. Jetzt verfolgt auch noch von Madison. Er hat den Ball zumindest noch. Von Bissaka. Oh, das war doch schon wieder scheiße. McTominay. Rashford. Das war eine super Idee für Sancho. Och man. Ey, da finde ich auch PES einfach manchmal kacke, weil sowas muss doch belohnt werden, dass ich da diesen Laufweg von Sancho sehe, dass erahne, was er vorhat und damit Rashford da direkt weiterleite. Aber nein, dann kommt da wieder irgendein Fuß davor. Also, das ist halt leider das PES-Gameplay. Boah, das war schön. Das war schön gemacht. Boah, da gibt es einen Freischuss. Aber habt ihr das gesehen von Diallo? Ich hoffe, ich habe es reingeschnitten, wie er da den Ball an Cavani weitergegeben hat. Das war... Da kann man schon mal mit der Zunge schnalzen. Cavani zum zweiten. Komm, wir lassen mal Diallo ran. Wir lassen mal Diallo ran. Ist ein bisschen besser eigentlich für den Linksfuß die Position. Also darf er es probieren. Macht es auch stark. Schmeichel ist aber da. Erste Ecke in der Partie für uns, glaube ich, jetzt. Und das in der 75., 76. Spielminute. Ja, da weißt du auch Bescheid. Wir machen das Ganze kurz. Das macht Rashford auf Amad. Und der weiter für Wan-Bissaka. Wan-Bissaka kann das auch mit links. Jawohl, kann er. Sancho für McTominay. McTominay, die Hereingabe. Rashford, das ist das 2-0. Und das war gut gespielt. Da werden wir auch mal belohnt. Da freuen wir uns auch an der Seitenlinie. Ryan Giggs. Rashford macht das Tor. Der spielt übrigens zweiten Stürmer hier. Jetzt, ich habe das irgendwann mal, ich glaube, zur Pause umgestellt, dass wir in einem 4-2-2-2 spielen mit Sancho und Diallo auf den Flügeln und dann eben Cavani und Rashford als Doppelspitze. Wir haben auch noch nicht gewechselt. Jetzt werden wir es gleich mal tun, weil ich habe bis jetzt keinen Grund gesehen zu wechseln, weil alle Spieler haben eigentlich einen sehr guten Job gemacht und das zeigen wir hier auch. Sancho auf McTominay und der dann, ja, perfekt rein für Rashford und der macht das Tor. Jetzt sind da angesprochene Dreifachwechsel, Tuan, Sebe, Martial und Fred kommen rein für Sancho, wen haben wir noch, McTominay und Luke Shaw. Oh, da ist nochmal Leicester am 16er, Madison, und Vardy kommt zum Glück nicht rein. 2 Minuten sind es noch von 3 Minuten Nachspielzeit insgesamt. Kriegen wir den Ball nochmal? Ja, wir kriegen ihn. Und kann Rashford noch einen Sprint setzen? Auch das kriegt er noch hin. Rashford also unterwegs. Spitzer Winkel und dann noch fast das Eigentor von morgen. Aber das verhindert er selbst noch gerade so. Wir gewinnen dennoch 2-0 durch die Tore von Cavani und Rashford. Ein verdienter Sieg, wenn es auch wieder mal nicht gerade das schönste Spiel war. Vielleicht wird das heutige Spiel ja ein wenig schöner. Und wenn ich dieses Stadion schon sehe, ey, da freue ich mich einfach jedes Mal. Und dann weiß ich schon, es wird ein schöneres Spiel, weil das Stadion allein schon schöner ist. Es sieht so unfassbar geil aus, das Old Trafford. Ich kann es immer wieder nur betonen. Wir sind immer noch Zweiter in der Liga. City hat ihr Spiel am letzten Spieltag 4-2 gegen Arsenal gewinnen können. Bedeutet, sie sind immer noch knapp vor uns. Heute könnte es sich natürlich wieder ändern, wenn wir im heutigen Derby gegen Leeds United gewinnen und City parallel verliert oder unentschieden spielt. Dann könnten wir vorbeirücken. Aber das muss ja erstmal passieren. Vor heimischer Kulisse müssen wir erstmal unsere Aufgaben tun und dann ja auf Schützenhilfe hoffen, weil City verliert ja eigentlich gar nicht so gerne in der Liga. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Startformationen gegen Leeds United, den ja, letztjährigen Aufsteiger gegen Bamford und Co. Und gucken auf unsere Startformation, wo wir einen Sancho vermissen, der hat sich leider verletzt. Im Tor steht David Rea, Wan-Bissaka, Mengi, Bailey und Shaw davor, Berge, McTominay wie im letzten Spiel, dann Bruno Fernandes zurück, Mason Greenwood, Diallo und Cavani. Rashford heute mal nur auf der Bank. Das ist Leeds United, Casilla im Tor, Ailing, Koch, Llorente, Dallas, Forshaw, Glich, Hernandez, Rafinha, Rodrigo und Bamford. Wir hätten heute ein Brüderduell haben können mit den beiden Llorentes, aber unser ist leider auch verletzungsbedingt nicht dabei. Somit müssen wir das verschieben, vielleicht auf die Rückrunde. Diallo, Forshaw. Luke Shaw, die Flanke, das erste Mal richtig gut. Cavani und Casilla im Tor.
ist zur Stelle, gibt den ersten Eckball, Bruno zurück, das übernimmt natürlich dann auch gleich er. Die Ecke auf Bailly, der auch neu ist in der Startformation und wieder ist der spanische Keeper. Ich hoffe, er ist wirklich Spanier, nicht so wie Caballero. Ist er zur Stelle, Bamford, vielleicht mit dem Konter, das ist super gemacht von Wan-Bissaka. Cavani für Bruno. Bruno Fernandes, schon wieder Castilla im Tor. Also könnte heute ein paar mehr Tore geben, wenn wir so weitermachen wie hier gerade in der Anfangsphase. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass wir mal vielleicht mehr als nur zwei oder ein Treffer erzielen. McTominay, auch die Ecke war gut. Mason Greenwood über den Flügel. Mason Greenwood zurückgelegt, dann aber kein Mitspieler gefunden. Ja, auch für Mason Greenwood natürlich keine leichte Situation aktuell. Denn mit Diallo und Sancho hat er schon zwei echt große Konkurrenten da auf der rechten Seite. Was macht denn Rodrigo hier? Das ist so Weltklasse von dem. Und Bamford. Das wird man in echt niemals von dem Typ sehen, weil der macht, ja, zumindest die Chancen, die man nutzen muss, macht da rein. Also da haben wir Riesenglück, dass Bamford den so leichtfertig vergibt. Bruno, kriegt er die Anspielstation? Nein. Ach man, also die Anfangsphase, die war echt vielversprechend, auch mit dieser Aktion von Rodrigo für Leeds United. Aber seitdem, ja, ist es so ein typisches Spiel halt von uns. Jetzt gibt es auch noch einen Freistoß dafür. Ach komm. Naja, nehmen wir so hin. Jetzt haut wahrscheinlich hier Robin Koch das Ding aus 500 Metern rein. Nee, doch nicht. Ich hoffe, wir können noch ein Tor erzielen in der ersten Halbzeit. Ja, vielleicht ja jetzt. Nö. Cavani. McTominay. Scott McTominay wird nicht angegriffen. Noch mal eine große Chance vor der Pause. Ecke gibt es auch noch oben drauf. Die werden wir kurz ausführen wie zuletzt. Also hier Mason Greenwood. Nee, der geht direkt auf Diallo. Okay, das war nicht so gewollt. Berge im Rückraum, fasst sich mal ein Herz. Auch das war nicht gerade schlecht. Probieren wir es also gleich noch einmal mit der kurzen Variante. Wenn ich das dürfte. Hallo? Ah, okay, ich bin einfach nur zu dumm dafür. Alles gut. Ja, probieren wir es nochmal. Diesmal vielleicht auf Mason Greenwood, jawohl. Und der hat diesmal weiter für Berge. Berge. Ja, das war dann mal wieder gar nichts. Also auch hier wahrscheinlich dann 0-0 zur Pause, wenn ich das richtig sehe. Bamford. Also die können sich körperlich echt gut durchsetzen, die Leadspieler. Rafinha, der Brasilianer. Ja, brasilianisch, irgendwo hin. Und dann kommen sie hier nochmal mit Bamford. Und jetzt haben sie wirklich nochmal die Gelegenheit hier vor der Pause. Mengi räumt ihn da um. Gibt nochmal den Freistoß. Schnell ausgeführt. Nein, sie warten. Und haben damit eine richtig gute Position. Zumindest wenn sie einen Linksfuß haben. Macht aber einen Rechtsfuß. Pablo Hernandez. Der macht es aber richtig gut. Ach Mann, ey, das kann es nicht sein. Es ist zum Verzweifeln. Ich hätte nicht kommentieren dürfen. Hätte ich nicht kommentiert, es wäre nichts passiert. Safe nicht. Es wäre gar nichts passiert, aber so haut er hier so ein krankes, falsches Tor raus. Was soll man da denn machen? Shaw, Fernandes, Bruno Fernandes. Ey, das kann doch nicht sein, dass Robin Koch dich da so einfach ablaufen kann. Die Flanke nochmal auf Mason, die sollte auf Cavani kommen. Ach, Mann. Jürgen für Cavani, jawohl. Was ein Pass und was für eine Ballmitnahme und Abnahme von Cavani. Richtig schönes Tor. Sonderberg mit, ja, ich glaube, seiner ersten Vorlage. Ist natürlich eigentlich für den Spielaufbau zuständig, aber wenn es so schlecht läuft, dann muss er halt auch mal vorne die Dinger da reinhauen. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, da hat er einfach zu viel Platz, der Norweger, und kann dann gucken. Findet Cavani, der sich von Llorente lösen kann. Und dann macht er das Tor. 1-1, der Ausgleich durch Cavani, durch, ich denke mal, unseren Top-Torschützen. Sehr, sehr schöne Vorlage, aber wirklich von Berge. Und darauf lässt sich doch mal aufbauen. Oh, das ist so gut von Leeds. Rafinha an der Linie. Oh, und dann spielen sie schlecht. Aber vielleicht die Kontergelegenheit für uns. Bruno ist da, aber da rücken jetzt auch einige nach. Finden wir eine gute Anspielstation. Ja, lauf doch mal irgendwo hin. Da, wieso bleibt er denn stehen? Och, Digga, ne? Ein Pest, man kann nicht kontern. Oh, es ist so schrecklich. Oh, jetzt nochmal, jetzt nochmal. Ey. Die laufen sich gegenseitig über den Haufen. Ich kann nicht mehr. Mason Greenwood. Endlich mal eine gute Aktion von ihm. Ich will ihn seit 10 Minuten auswechseln. Der Ball war aber nie im Aus. Jetzt ist er im Aus und jetzt werde ich ihn noch auswechseln, weil
Der hat mir nicht gut gefallen, der hat mir gar nicht gut gefallen. Er kommt raus, Rashford kommt rein. Ja, und dann bringen wir auch noch Telles für Luke Shaw. Einen offensiveren Außenverteidiger, vielleicht bringt das ja noch was. Wir kriegen nochmal eine richtig gute Freistoßposition. Und das ist eine Sache dieses Mal für Bruno. Kann er uns in der 84. Minute in Führung schießen? Bruno Fernandes tritt an. Oh, Pfosten. Ey, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. McTominay wird nochmal so richtig umgesetzt von Phillips. Das muss eigentlich auch gelb geben. Gibt es auch. Und nochmal eine gute Freistoßposition. Nochmal. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Wieder darf sich der Portugiese probieren. Bruno Fernandes. Oh, diesmal ist es die Mauer. Aber Ecke, komm. Die Ecke, die können wir auch nutzen. Die Ecke können wir nutzen. Direkt vielleicht auf den kurzen Pfosten auf bei Lee. Nein, da kommt Rashford im Rückraum. Erstmal geklärt und dann hat Leeds den Ball. Und die können ja eigentlich kontern, aber das ist sehr gut von Sander Berger. Und dann bei Lee und dann. Oh. Dann hat Leicester sei schon Leeds Glück. Es läuft die letzte Minute mittlerweile in dieser Partie. Nochmal die Chance für Leeds. Nein, nein. Oh, De Gea. Rettet uns zumindest den einen Punkt. Zumindest den einen Punkt. Wir hätten hier heute einen Sieg verdient gehabt. Keine Frage, finde ich. Aber am Ende steht ein Unentschieden. Das ist bitter, aber das ist okay. Mal gucken, wie viele Schüsse hatten wir. 12-4. Also das hätten wir sowas von gewinnen müssen. Ja, und City gewinnt halt gegen Southampton. Damit ziehen die jetzt auf 4 Punkte davon. Und wir sind nur noch Zweiter. Liverpool überholt uns aufgrund des besseren Torverhältnisses. Ja, das tut weh. Das tut weh. Aber es wird ein Dreikampf um die Meisterschaft, weil Arsenal auf dem vierten Platz ist dann sehr, sehr weit weg. 8 Punkte. Aber das könnte richtig, richtig spannend werden in dieser Saison. Ich freue mich drauf. Nächste Folge wird es auch nochmal spannend in der Champions League, dann gegen Porto. Dort geht es darum, wer Gruppenerster wird bei uns in der Gruppe. Und wir wollen natürlich Revanche für das Hinspiel. Uns fehlte der Killerinstinkt. Absolut true, was Bruno Fernandes da sagt, weil wir hatten zu viele Chancen. Wir hatten einfach zu viele Chancen. Angebot für De Gea von Juve. Gerne für den nächsten Sommer, aber jetzt im Winter werden wir den nicht abgeben. Und ein Scouting-Bericht zu Raja Nainggolan. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Fühle ich jetzt nicht so mega. Ist eigentlich ein ganz interessanter Spieler. Vielleicht doch. Ich mag den überhaupt nicht, weil ist einfach, glaube ich, kein sympathischer Typ. Aber eigentlich würde ich den sogar ein bisschen fühlen. Könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich mache da jetzt einfach mal ein Angebot. Ja, warum denn nicht? Ich mag dich eigentlich nicht, aber irgendwie kann ich mich dich gut im Manchester United Trikot vorstellen. Also machen wir mal ein Angebot. Ja, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sancho soll jetzt mehr spielen. Ich arbeite dran. Hat sich halt jetzt ein bisschen verletzt gehabt. Ich glaube, der ist auch immer noch verletzt gegen Porto. Genauso sieht es aus. Aber dann soll er auch wieder mehr spielen gegen Tottenham und Porto dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim BVB in FIFA 21 und in 2 Tagen hier mit Manchester United. Bis dann, macht es gut und ciao.